Okay, ihr Lieben, in diesem Video jetzt hier besprechen wir eine Theorie, die die Geschichte vom Monsterverse nach Godzilla Kong weitererzählt. Laut dieser Theorie bekommen wir im nächsten Film niemand geringeren als Biollante als Gegner. Ebenfalls soll der kommende Film dann auch einen Weg zum Son of Kong öffnen. Und ich weiß, es ist noch viel zu früh für Spekulationen. Und eigentlich habe ich mir auch gedacht, komm, wir lassen das Thema jetzt erstmal so ein bisschen mehr beiseite. Als ich aber diese Theorie gelesen habe, habe ich mir gedacht, das hört sich wirklich wie die perfekte Fortsetzung zum Monsterverse an. Diese Theorie, diese Idee einer Fortsetzung wäre ultra gewagt, hätte einen sehr, sehr traurigen Aspekt und wäre einfach eine perfekte Verneigung vor Toros Godzilla. Worum es jetzt hierbei geht, besprechen wir in diesem Video. Viel Spaß! Ja, ich weiß, Biollante ist, glaube ich, bei vielen von euch noch auf der Liste der beliebtesten nächsten Gegner fürs Monsterverse, noch vor Space Godzilla. Ich bin ja ein riesen Space Godzilla-Fan und dachte auch, dass man damit jetzt irgendwas aufbauen könnte. Wir haben immer noch die Kristalle in der Hohlerde, von denen wir noch so gut wie gar nichts wissen. Das heißt, es würde auch Sinn machen, wenn man damit einen Space Godzilla aufbaut. Jetzt habe ich aber eine Theorie gefunden, die darauf eingeht, warum Biollante am allermeisten Sinn machen würde. Und diese Theorie, das wäre so oberheftig, wenn das so eintreffen würde. Dazu müssen wir aber ganz klar auch von vornherein festhalten, das wird nur so passieren, wenn Legendary und Warner ein bisschen mehr Eier bekommen würden, um das auch so durchzusetzen. Aktuell gehe ich davon aus, das Ganze wird so wohl nicht umgesetzt werden. Aber hört mir einfach mal zu, ich verspreche euch wirklich, dass ihr am Ende vom Video mindestens sagen werdet, okay, den Punkt gebe ich dir jetzt auf jeden Fall mal was anderes. Ich glaube, die meisten von euch würden sogar sagen, finde ich eine geile Idee. Ich bin auf jeden Fall davon total überzeugt. Und jetzt beginnen wir einfach mal mit dem, worum es in dieser Theorie denn wirklich geht. Dazu muss ich erstmal ganz kurz, ganz grob die Story oder die Origins von Biollante oder auch Erica runterbrechen. Nachdem Godzilla in einem Vulkan versenkt ist, schafft es Dr. Shirigami, an Zellen von Godzilla heranzukommen. Diese Zellen werden aufgrund ihrer extremen oder aufgrund der extremen regenerativen Fähigkeit von Godzilla erforscht und dann passiert allerdings ein terroristischer Anschlag. Terroristen greifen das Labor an, in welchem sich ebenfalls der Doktor und seine Tochter Erica befinden und bei diesem Terroranschlag stirbt Erica bedauerlicherweise. Dr. Shirigami kann das Ganze nur sehr schwer verkraften und aus diesem Grund kombiniert er die Zellen von der Leiche von Erica mit Rosen in seinem Garten, sodass er immer einen Teil von Erica bei sich hat und diese Rosen, die blühen. Trotz allem schafft es Dr. Shirigami jahrelang nicht, vom Tod seiner Tochter wegzukommen. Er schafft es nicht, das Ganze zu verkraften. Er schafft es nicht, wirklich loszulassen. Dann kommt, was kommen muss. Es ist wirklich eine sehr tragische Geschichte. Wie ich dann gleich den Bogen bekomme zu Godzilla Kong, wartet's ab. Ein gewaltiges Erdbeben vernichtet dann letztendlich auch die letzten Zellen von Erica, beziehungsweise eben die Rosen, die Dr. Shirigami eben so, naja, so behutsam gehütet hat und quasi das Letzte, was ihm noch von seiner Tochter übrig geblieben ist, wird nun auch zerstört. Aus reiner Verzweiflung beginnt er nun also damit, die DNS dieser Rosen, in denen sich auch die DNS von Erica befindet, mit der DNS von Godzilla zu kombinieren, in der Hoffnung, dass die regenerativen Zellen dafür sorgen können, dass möglicherweise Erica wieder zum Leben erweckt wird oder dass zumindest den Rosen wieder neues Leben eingehaucht wird. Durch diese Forschungsergebnisse entsteht dann allerdings Biollante, ein gewaltiges Monster, das aussieht wie eine riesengroße Rose. Und Biollante, die lockt dann letztendlich auch Godzilla an. In einem Kampf Godzilla gegen Biollante schafft es dieser dann nach einem relativ coolen Kampf, das Tier dann wirklich auch zu vernichten. Und dann sehen wir im Film nur, wie sich so Spuren emporheben und Ericas Seele kommt wieder frei. Dr. Shirigami merkt übrigens auch an, dass ein Teil von Ericas Geist ebenfalls ein Teil von Biollante selber ist. Nachdem Ericas Geist dann befreit ist, dann vergehen noch ein, zwei Jahre und letztendlich wird dann auch Dr. Shimigari bei einem weiteren Attentat erschossen. Das war jetzt hier die ganz grob zusammengefasste Storyline, die Origin Geschichte von Biollante. Ich hoffe, das hat so gestimmt. Da können die Hardcore-Toro-Fans unter euch mir vielleicht nochmal in die Kommentare unten reinschreiben, wenn ich irgendwas Essentielles dabei vergessen habe, was vielleicht noch wichtig wäre zu wissen. Dann wird das ganz oben in den Kommentaren angepinnt. Hierbei ist allerdings nur relativ wichtig, den Grundplot ein bisschen zu verstehen. Denn diese Geschichte, die erzählt sehr viel
Hintergrundinformationen. Und ihr wisst ja, ich mag das. Ich mag den allerersten Godzilla von 1954 eben so extrem, weil er eben, naja, eine Botschaft vermittelt, eine Warnung an die Menschheit, eine Warnung vor den Atombomben und vor den Atomwaffen generell. Und das machen eben sehr viele Godzilla-Filme. Dieser Film jetzt hier ist ein Film über das Loslassen, über die Frage, wie weit man ebenfalls gehen soll oder wie schnell man auch blind sein kann, in seinem Eifer etwas zu erreichen. Letztendlich hat Dr. Shirigami nämlich nichts erreicht, außer eben ein gewaltiges Monster geschaffen, dabei sehr viele Leben genommen, denn es sind sehr viele Leben bei der Geburt von Biollante genommen worden von dem Kaiju eben selber. Und der Film hat so einen ganz bitteren Nachgeschmack, weil er einfach nicht dieses typische Happy End ist. Ganz im Gegenteil, es zeigt eigentlich nur, wie sinnlos sämtliche Aktionen von Dr. Shirigami gewesen sind. Wie kriegen wir jetzt die Überleitung zu Godzilla Kong bzw. zu Monsterverse? Wir haben keinen Dr. Shirigami. Wir haben auch keine Tochter, keine Erika von Dr. Shirigami. Das heißt, dieses ganze Szenario, das ganze Drama, das wir hier aufgebaut haben, das soll laut der Theorie ins Monsterverse verfrachtet werden. Die Frage ist aber nur wie, wenn uns ja diese beiden Figuren fehlen. Und die Antwort hierbei ist, naja, wir haben die beiden Figuren, nur eben nicht exakt dieselben wie aus dem Original-Toho-Film. Laut der Theorie soll im nächsten Monsterverse-Film nicht einfach nur Biollante als Gegenspieler auftauchen. Nein, anstatt Erika, deren Geist ja ein Teil von Biollante ist, soll im nächsten Monsterverse-Film niemand Geringeres als Gia zur bösen Biollante werden. Ich weiß, böse muss man hier in Anführungszeichen setzen, ihr wisst immer, was ich meine. Diese Theorie geht davon aus, dass wir im kommenden Monsterverse-Film noch einmal eine festere Beziehung von Gia und Kong sehen werden. Denn die beiden haben ja definitiv so ein Band miteinander, was ja schon in Godzilla vs. Kong aufgebaut wurde. In Godzilla Kong dann ein bisschen weniger, aber auch hier merken wir, dass Gia sich immer sehr, sehr stark um Kong sorgt. Und auch Kong hat immer noch diesen Beschützerinstinkt Gia gegenüber. Laut dieser Theorie wird im nächsten Monsterverse-Film Gia bei einem Unfall sterben. Möglicherweise sogar bei einem Terroranschlag von der, ach, wie heißt sie denn? Die Organisation, wo hier auch aus King of the Monsters, weil der Chef davon lebt ja auch noch. Möglicherweise wären die das dann, die einen Terroranschlag auf ein Labor oder möglicherweise ebenfalls auf die Hollow Earth planen und dabei könnte Gia dann eben sterben. Das wäre in diesem Szenario hier also kein Dr. Shirigami oder irgendwie eine menschliche Figur, die auf die Idee kommen würde, diese Zellen miteinander zu kombinieren. Es wäre in diesem Szenario hier der von Trauer zerfressene Kong. Kong wäre also dafür verantwortlich, dass Biollante erschaffen wird. Und wir hätten dann hierbei einen herzzerbrechenden Kampf, nämlich einen Kampf der Gefühle, einen Kampf, wo man sich wirklich vor Augen halten muss, dass Kong, der Gia ja quasi liebt, der wirklich eine Bindung zu ihr aufgebaut hat, der muss nun gegen das Monster kämpfen, wessen Körper den Geist von Gia weiterhin beinhaltet. Allein dieses Szenario und diesen Kampf sich mal vorzustellen, das wäre wirklich, es wäre natürlich ein kompletter Gamechanger, es wäre ein Tonbrecher von dem extrem marvelleskigen, lustigen Godzilla Kong dann zu diesem Szenario rüber. Dennoch dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir einen Zuko relativ frisch aufgebaut bekommen haben. Und die Theorie sagt natürlich auch, dass das Ganze eben sich genauso abspielen soll wie auch im Original Toho-Film mit Biollante. Das heißt, hier haben wir dann einen Dr. Shirigami, der in der ganzen Nummer dann am Ende stirbt. Und in dem kommenden Film soll es dann Kong treffen. Das heißt, wir bekommen zuallererst den Tod von Gia mit. Danach bekommen wir den von Trauer zerfressenen, verzweifelten Kong zu sehen, der möglicherweise auch DNS von Godzilla selber klaut. Dann bekommen wir vielleicht nochmal einen Kampf zwischen den beiden zu sehen. Kong wäre dann wieder auf die Hilfe der Menschen angewiesen und könnte dann mit Hilfe der Menschen eben, vielleicht sogar mit Hilfe dieser Terrororganisation, eben aus Verzweiflung würde er sich sogar an die wenden, würde er dann versuchen, Gia wieder zu beleben, zumindest ihren Geist irgendwie wieder greifbar zu machen. Gias Geist würde daraufhin eben mit Biollante oder zu Biollante transformiert werden. Wir hätten den Kampf Kong und Godzilla gegen Biollante, wobei dann auch Kong immer wieder gegen Godzilla gehen würde, weil Godzilla Biollante vernichten möchte und Kong will das aber verhindern, weil Biollante ist ja seine geliebte Gia. Man könnte hier ein unfassbar krasses Monster-Action-Drama draus machen. Da hätte doch jeder was davon, was schon ziemlich cool wäre. Am Ende des Films dann würde allerdings auch unser Kong
den Tod erleiden. Wodurch auch immer, vielleicht würde er auch einfach erschossen werden von irgendeinem Attentäter, vielleicht würde er von Godzilla getötet werden müssen, weil Kong es einfach nicht übers Herz bringt, Gia zu bekämpfen und deswegen quasi dann gegen Godzilla und die Menschen geht, irgendwas in der Richtung. Und dann müsste quasi dann Zuko seinen Platz in den kommenden Filmen einnehmen. Das heißt, dann hätten wir unseren Son of Kong Film. Es ist wie gesagt eine Theorie, die einfach nur mal so rausgesponnen wurde, wie man das Ganze weiter erzählen könnte. Und ey, ich liebe Theorien, ihr liebt Theorien. Das sehe ich an den Aufrufen der Videos, gerade wo es um Theorien geht. Das ist unfassbar genial. Ich finde, das wäre wirklich eine Geschichte, die man so perfekt erzählen könnte. Gerade eben auch, um so einen schönen Abschluss der Kong-Geschichte zu bekommen. Natürlich, dann hätten wir zum einen eben Biollante als Gegenspieler, Gegenspielerin in diesem Film. Und viele von euch wünschen sich ja auch Biollante. Ich glaube, dass dieses Vieh im Monsterverse ultra krass aussehen würde. Aber Biollante bräuchte generell sowieso ein bisschen einen ernsteren Touch, bin ich der Meinung. Also du könntest jetzt keinen Biollante-Film machen, der genauso lustig und bunt ist wie Godzilla Kong. Das würde nicht funktionieren. Das ist meine Meinung dazu auf jeden Fall. Gleichzeitig würden wir dann allerdings auch Kong und Gia noch verlieren und wir könnten den gesamten Bezug der Menschen zu den Titanen noch einmal komplett über den Haufen werfen. Auch Godzilla könnte dann nun den Menschen gegenüber wesentlich düsterer eingestellt sein, da Gia Kong dabei geholfen haben, dieses Monster zu erschaffen. Ich bin ultra begeistert von dieser Theorie, von dieser Idee. Wir nennen es einfach mal Idee. Für eine Theorie haben wir auch noch viel zu wenig Infos, ob das in irgendeiner Form so gedacht ist, aber umsetzbar wäre es definitiv so. Jetzt bist wie immer du gefragt, schreib mir deine Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Findest du diese Idee blöd? Glaubst du, sie geht zu weit? Oder denkst du genauso wie ich, ey, wir brauchen das eigentlich? Das wäre genau das, wo wir jetzt nochmal einen schönen neuen Bogen, einen neuen Anstrich in das Monsterverse bekommen würden. Ich würde es auf jeden Fall geil finden. Oder wer weiß, vielleicht bekommen wir auch einfach in Godzilla Plus, dem Godzilla Minus One Sequel, vielleicht bekommen wir auch einfach da Biollante nochmal zu sehen und die Frau von unserem Hauptcharakter verwandelt sich in Biollante. Und jetzt will ich all eure Gedanken in den Kommentaren unten sehen und ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, was ihr davon haltet. In diesem Sinne bin ich raus, hört ihr mit dem Video, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.